Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Schoki Wanoki, heute mit des Wahnsinns fette Bräute. Der Sascha, der Marc und Meister Wantan. Werden wir heute die Fragen beantworten. Meister Wantan. Wantan ist doch so ein Gericht. Klingt wie eine Suppe, ne? Wantan, richtig. Wantan. Ich habe euch mal was Einfaches mitgebracht. Weil früher war ja immer der Pujan hier, bevor Meister Wantan. Zum Glück ist der weg. Achso, ja, ist der weg. Special Guest Wantan. Ja, der hat dir die Fragen mal richtig beantwortet. Deswegen jetzt mache ich mal eine einfache mitgebracht. Wenn nicht jetzt, Wantan. Gibt ja das Lied, ne? Ja, ja, das berühmte chinesische Lied. Ja. Warum wird einmal im Jahr Lebensmittelfarbe in den Chicago River geschüttet, um den Fluss grün zu färben? Wegen der ganzen Iren. Natürlich, das ist irisch. Irischer Feiertag. Ja. Ganz klar. Ja. Ich meine, wegen der ganzen Iren. Ja. Ja, da haben wir noch... Das war schnell, ja. Ja, Wantan, willst du noch was sagen? Am 17. März, St. Patrick's Day, es leben dreimal so viele Iren in Amerika wie das war. Wie normal. So einfach für euch. Das ist Iren oder Iren? Iren. Gut, das mache ich mal. Das würde ich auch mal sagen, das geht an euch drei. Ne? Also, die hat gar nichts gesagt. Die doch, ich habe genauso viel gesagt. Er hat mir den Kopf genickt. Nächste Frage. Was tut ein Mensch, wenn er erokiert? Ihm stehen die Haare zu Berge. Daher auch der Irokesenschnitt. Erokiert. Ero ist ja... Ist er etwas aus sich herauslassen und er kiert dabei. Ist das eine Gefühlsregung? Marc ist noch am... Nee, ach, das ist auch so super. Nein, ist ja, ich gebe auch gerne... Erokiert. Also Ero ist ja Eruption. Ihr habt alle schon mal erokiert. Erokiert sie auch oder erokiert nur? Das erokieren auch Frauen. Also sie erokiert auch. Erokiert, sie erokiert, alle rokieren. Wie erokiert, erokiert. Männer erokieren. Konjugiere, kurieren, erokieren. Ich hatte letztens eine Eskurat... Erokiert, du hast letztes Mal erokiert. War schön. Hallo Anita, war Spaß. Hieß sie Anita? Ja. Achso, kenne ich nicht. Anita. Was macht denn ein Mensch, der erokiert? Was ist ein Erokator? Erokator kenne ich nicht, das ist auch nicht Teil der Frage. Okay. Ja. Also, was tut ein Mensch? Hat das was mit dem Fell zu tun, mit der Behaarung? Beim Mensch. Es ist ein anderes Wort für Schwitzen. Mit der Behaarung? Nein. Aus dem Mund stinken? Nein. Aus den Augen drehen? Ist es etwas Äußerliches? Also, aus der Nase schießen. Wenn ich davon ausgehe, dass das Erokieren eventuell das Gegenteil von Erigieren ist, dann würde ich sagen, er zieht sich zurück. Wenn richtig kalt ist. Aber er sagt ja auch, das haben auch Frauen. Was zieht sich denn bei Frauen zurück? Menschen, wollte ich gerade sagen. Menschen erokieren. Ja, Frauen sind auch Menschen. Sie ziehen sich in sich zurück. Masochist. Ja. Ich meine, Macho. Macho. Also total falsch. Ein Mensch oder auch Tiere können auch erokieren. Er geht gar nicht auf meine Frage. Ist falsch. Ich habe versucht, dir da zu helfen, Marc. Was ist mit Pflanzen? Können die erokieren? Nein. Und wenn es ein Fabelwesen ist, halb Eichhörnchen, halb Maiskolben, kann das erokieren? Was ist mit Dosenfleisch? Kann Dosenfleisch Wantan erokieren? Wantan, einfach mal die Sabbel. Dosenfleisch. Meister Wantan für dich. Kann nicht erokieren. Okay. Kann Ursachen des Erokieren. Ist es etwas, nochmal die Frage. Ja. Definiere Dosenfleisch. Ist es etwas Äußerliches? Also, ja? Du bist der Einzige, der das verstanden hat. Also, du siehst, wenn du erokieren würdest, würde ich es an dir sehen. Du würdest es... Auch sehen, wenn ich erokieren würde. Auch sehen, ja? Und ich würde es spüren, weil du mich sowas wie anspuckst oder du berührst mich dabei. Nein, ich spüre sich übergeben ist erokieren. Ich würde es merken. Urinieren ist erokieren. Weil es anfängt zu riechen. Sich übergeben ist erokieren. Ja, es fängt an zu riechen. Es fängt an zu riechen, genau. Also du scheidest etwas aus. Verrotten ist erokieren. Ja, du scheidest beim Erokieren etwas aus. Wenn man stirbt, verrottet man und das erokiert. Nein. Dann erokiert man nicht. Wenn man einen fahren lässt, ist das Erokation. Also nur lebendige... Nein, nur das ist Provokation. Das ist Provokation. Nur lebendige Wesen erokieren. Ja, erokieren. Und Schweiß ist erokieren. Und sie scheiden Flüssigkeit aus, die dann nach irgendwas riecht. Ist das eine Ausscheidung? Es ist was riecht. Nach außen tritt. Ist es das Hautschuppen? Es tritt nach außen und man erokiert. Sind das Hautschuppen? Ich habe gesagt, jetzt muss ich mal hier ist Schluck auf. Oh, der hat gerade erokiert. Ist das Blödsinngebabbel? Erokieren wir die ganze Zeit? Nein? Nein, ihr erokiert nicht die ganze Zeit. Ist es der Schluck auf? Nein. Ist es, wenn du so Akne hast und diese Pickel, die gehen auf und die erokieren dieser gelbe Wurm drückt die so noch draus, habe ich schon gesehen. Ist ekelhaft. Ja. Bei anderen. Aber das ist nicht erokieren. Okay. Gibt es das bei Menschen und bei Tieren? Hat er doch schon dreimal gesagt. Ich wollte auch mal ein Ja hören. Ja, genau. Auch bei Fischen?
Das weiß ich jetzt nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass sie auch Amöben. Also nicht genügend vorbereitet. Ja, genau. Frage. Die Recherche war scheiße. Ja. Überleg doch mal, was ihr habt doch schon alle mal rokiert. Ja. Überleg doch mal, ist ein guter Tipp. Dankeschön. Genau. Ich überlege jetzt endlich mal. Also sowas. Das war mit hat das was mit den Haaren zu tun? Nein. Pelz? Nein. Haut? Nein. Nägel? Nein. Huf? Hat es etwas mit dem weißen langen Bart zu tun? Pujan hat vorhin erokiert. Die erokiert ist, glaube ich, so. Ja, und es war mir auch nett peinlich. Bin ich mir nicht zu schade für. Pujan hat erokiert und ihr habt das wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen, dass er erokiert hat. Du hast es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, dass er. Und wir haben es nicht mitbekommen. Genau. Ist es gähnen? Blinzeln. Was? Blinzeln, weil wir neben. Blinzeln oder Blinzeln? Nee, Blinzeln. Mit 5 S. Ich werde es mal auflösen, ihr seid verdammt nah dran. Wie verdammt nah dran? Aber ein Mensch. Moment. Erokiert. Erokiert, dann rülpst der Mensch. Hast du gerülpst? Erokieren? Ein bisschen. Du hast gerülpst. Er hat einen großen Schluck dieser Gerstenschorle. Moment, spul mal gerade das Video zurück. Hast du nicht eben gerülpst und hast gesagt, jetzt habe ich erokiert? Nein, ihr seid. Hä? Das war doch eben, oder? Nein, das war in einem Paralleluniversum. Was? Ich habe das Wort noch nie gehört. Erokieren ist der medizinische Fachbegriff für Rülpsen. Aufstoßen. Glaubst du, ich habe gerade erogiert und jetzt tue ich so, als wenn ich nichts wüsste, oder was? Ich spule das Ding, wenn es rausbringt, rückwärts. Leute, ich weiß, ich bin schon gehobenen Alters, aber letztens habe ich mir 2 Stunden lang einen runden Tag erogiert. Runter erogiert? Wie warst du? Das war herrlich. Ich bin so froh, dass ich das noch hinkriege. Manche Leute können ja beim Alter auch reden. Einfach mal los erogieren. Es gibt Leute, die während des Erogierens reden, Worte sagen. Ja. Sucht ihr einfach eine dunkle Ecke. Es gibt ja auch Erogierwettbewerbe, ne? Ich habe auch ein paar Erokier-Magazine zu Hause. Also, mach doch mal so, Pujan, mach doch mal so. Ist geil. Ist das geil. Also ihr wart verdammt nah dran, ihr habt ja alle möglichen Körperausscheidungen genannt, aber Rülpsen war eben nicht dabei. Ich sag schade. Schön, dass ihr da schade, wart. Schade. Und sagen vielleicht beim nächsten Mal. Schade. Tschüss. Cheerio, Mr. Sophie. Ich erokiere noch eine Runde. Nein, mach nicht. Achso, okay. Das war des Wahnsinns fette Bräute auf Shoki Banoki New Television. Klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn eine neue Folge online geht, oder abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert dabei auch die Glocke, wenn ihr wollt, damit ihr eine Nachricht erhaltet, wenn eine neue Sendung zur Verfügung steht. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.